Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Train Sim World 3 auf meinem Kanal. Wir fahren heute mit der Baureihe 423 als S3 Richtung Mammendorf auf der Strecke München-Augsburg von München-Hackerbrücke nach Mammendorf. Und wir stehen aktuell in München-Hackerbrücke und haben 16.19 Uhr. Und ich würde sagen, wir setzen uns mal in den Zug rein. Und dann stellen wir mal zuallererst das Wetter ein. Weil das kann man hier mit diesem God Mode viel genauer einstellen als in dem. Also auf der Startseite halt, bevor man hier dann im Zug drin sitzt, im Spiel. Deswegen mache ich das eigentlich immer gerne erst hinterher. Und ich glaube, das können wir so lassen. Dann machen wir. Stellen wir die Temperatur noch ein und Begrünung. Und dann würde ich sagen, passt es soweit. Genau, also das Ding an den S-Bahn-Strecken hier ist, dass die eben nicht in Münchner Hauptbahnhof beginnen, wo sie eigentlich auch drin halten. Der Münchner Hauptbahnhof ist zwar enthalten in dem Spiel, aber nur der obere Teil und die S-Bahn-Station ist im unteren Teil, also Münchner Hauptbahnhof tief. Und der ist im Spiel leider nicht abgebildet, deswegen beginnen die dann hier ab München-Hackerbrücke und nicht unter dem Hauptbahnhof. Das ist sehr schade, aber die Entwickler wollten sich da dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher machen. Aber damit müssen wir jetzt leben. Hier ist der Gegenzug, S3 Richtung Holzkirchen. Genau, die Baureihe 423, mit der sind wir noch gar nicht gefahren auf meinem Kanal. In der S-Bahn München-Lackierung. Wir müssen gleich noch den Zug aufrüsten. So sieht der aber aus. Ich bin in echt auch schon damit gefahren. Auch ein sehr cooler Zug, eigentlich fast so wie die Baureihe 425. Aber sieht ein wenig anders da aus. Hier auch schon unsere Anzeige nach Mammendorf und die Folgezüge dann. Und ich würde sagen, wir sind heute mit einem Langzug unterwegs. Das heißt, wir haben zwei Einheiten im Zugverband. Ich würde sagen, wir setzen uns in unseren Zug rein und beginnen den Zug aufzurüsten. Dazu stecken wir einmal den Richtungswender rein in die Stellung vorwärts, eben den Stromabnehmer und schließen den Hauptschalter. Dann muss ich mal kurz gucken, können wir das Fahrgastraumlicht anmachen? Bei uns können wir das Licht auslassen. Dann machen wir draußen das Licht an. Wir machen die Scheibenheizung an, damit die Scheiben abtauen. Wir öffnen die Türen auf der linken Seite. Das können wir gleich noch einstellen, hier die Lichter. Dann können wir aber die Instrumentenbeleuchtung einstellen. Und die PZB und die SIFA, beziehungsweise die LZB, weil wir sind ja schon im LZB-Abschnitt. Dann können wir die Klimaanlage auslassen, die ist nämlich zu laut. Und was können wir noch? Federspeicherbremse lösen. Dann stellen wir mal die Zugzielanzeige ein. S3 nach Mammendorf. Hier. Wir stellen die hier auf die weißen Bildschirme. Und dann können wir hier noch die Sonnenblenden runter machen, damit uns hier keiner reinschnüffeln kann. Und noch kurz die Fenster auf, beziehungsweise die Tür, aber wir gehen eh gleich nochmal kurz raus. Und dann würde ich sagen, ist unser Zug eigentlich schon fertig aufgerüstet.
Und dann können wir mal nach draußen gehen. Und das Coole hier an der S-Bahn München ist, dass die Liniennummern hier in Farben dargestellt werden. Nicht so wie bei anderen S-Bahn-Linien in anderen Regionen. Hier ist so ein Sofa-Abteil, würde ich mal sagen. Da kann man sich auf jeden Fall wie auf so eine Eckbank setzen. Und die Türen sind hier grün beleuchtet, wenn die Türen auf sind, und rot, wenn die Türen geschlossen sind. Hier kommt schon wieder ein Gegenzug. Die Anzeigen hier drin funktionieren leider nicht. Ist echt schade, weil die wären sehr cool gewesen und würden den Zug hier nochmal deutlich aufwerten. Auf jeden Fall, so sieht der Zug halt hier aus. Da hat man auch eben schon gehört, wie sich der Zug anhört. Hier ist wieder der Gegenzug. Und ich würde sagen, wir setzen uns in den Führerstand, damit wir nicht so viel Verspätung aufbauen. Wir können wieder die... Hä? So. Dann setzen wir uns einmal hin und schließen die Türen. Sieht man jetzt nicht. Dann richten wir noch mal kurz die Kamera aus. Und dann fahren wir los Richtung Mammendorf, und der nächste Halt ist dann München-Donnersberger Brücke. Und wir dürfen hier mit 60 ausfahren. Das sieht man dann hier vorne, also weil die LZB aktiv ist. Und weil wir ja als S-Bahn unterwegs sind, hört man jetzt den Anfahrsound. Weil wir als S-Bahn unterwegs sind, dürfen wir auch ein bisschen stärker beschleunigen und bremsen. Hier ist auf jeden Fall jetzt unser nächster Halt, Donnersberger Brücke. Und dann öffnen wir die Türen auf der linken Seite. Was ich noch sagen wollte, ist, ich finde es ein bisschen schade, dass hier der Münchner Bereich so leer dargestellt wird. Also hier sind ja kaum Züge unterwegs. Das ist natürlich in der Realität gar nicht so. Hier ist ja alles voll. Aber wie gesagt, es ist halt das Spiel. Man steckt nicht in der Haut der Entwickler. Und hier ist noch die ICE Waschstraße in München. Können wir mal kurz rein. Sieht man dann auch, wie sich die Dinger drehen und hier das Wasser durch die Gegend fliegt. Also eigentlich wie in der Waschanlage. Hä, was ist hier los? Wieso steht hier der Zug direkt hinter uns? Das geht ja gar nicht, hä? In der Realität. Hä? Oh Mann. Egal, wir gucken, dass wir davon kommen. Wenn der Kollege schon so dicht drängelt. Also, das ist wieder ein Bug vom Spiel. Das geht in der Realität natürlich gar nicht. Und dann beschleunigen wir wieder.
nächste Halt ist dann München-Hirschgarten in 1 Kilometer circa. Wir öffnen die Tür auf der linken Seite und fliegen wieder nach draußen. Wir fahren hier wieder mal in der Abenddämmerung. Jetzt ist der Kollege nicht mehr hinter uns. Da hinten kommt er schon wieder. Hä, das ist doch... Das ist überhaupt nicht realistisch, dass der hier dann... Das geht gar nicht in der Realität. Und dass er jetzt noch die Türen aufmacht, das ist komplett unrealistisch, aber wir kümmern uns jetzt um unseren Zug. Und dass das eine gute Fahrt wird. Und deswegen fahren wir jetzt hier weiter. Der nächste Halt müsste dann München-Leim sein. Genau. In 1 Kilometer. Rechts stand noch ein Intercity. Hat man eben so ganz leicht gesehen. Ich will auch erst mal überlegen, was wir heute für einen Zug fahren. Weil eigentlich hatte ich eher Lust auf einen Fernverkehrszug. Also ein ICE oder ein IC. Aber dann dachte ich mir, dass wir den Zug hier noch nicht gefahren sind und deswegen fahren wir jetzt heute den in dem Video. Aber demnächst wird dann wieder ein Fernverkehrsvideo kommen, weil Fernverkehrszüge machen einfach deutlich mehr Spaß zu fahren als Regionalverkehrszüge. Aber es gibt ja nicht so viele in dem Spiel. Aber ich bin mega gespannt auf die neue angekündigte deutsche Strecke, die Niedertalbahn. Weil die britische Strecke, glaube ich, die jetzt rausgekommen ist, die hat die Ansagen dabei. Und vielleicht wird es ja auch dann die Zukunft des Spiels sein, wenn auf den Strecken dann Ansagen zur Verfügung stehen. Das wäre natürlich sehr cool. Aber ich denke, es wird noch lange dauern. Kennt ihr die Entwickler? Hier werden dann die 90 angekündigt, aber wir fahren ja eh mit der LZB, deswegen kann es eigentlich egal sein. Wir kriegen es ja auch hier im Display angezeigt. Und jetzt müsste München-Pasing kommen. Genau. In 3 Kilometern.
ZB-Ende signalisiert. Und wir waren ein kleines bisschen zu schnell. Sonst keinen Sinn. Und jetzt ist die LZB auch verschwunden. Wir fahren jetzt wieder mit der PZB. Fahren wir hier in München-Pasing ein. Und kommen hier dann ganz entspannt zum Stehen. Und öffne dann die Türen auf der linken Seite wieder. So wie eigentlich bis jetzt immer in dem Video. Und das hier ist München-Pasing. Wir sind ja auf der Strecke schon mal mit dem Intercity entlang gefahren. Oktoberfest München. Ich ahne Böses, nämlich da hinten. Deswegen fahren wir jetzt auch gleich weiter. Wir haben nämlich 6 Minuten Verspätung. Wir schließen die Türen, lösen die Bremsen hier an unserem Kombihebel und dann fahren wir weiter Richtung München Langwied. Wenn euch das Video gefällt, dürft ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen und einen netten Kommentar schreiben. Ansonsten dürft ihr auch gerne schreiben, was ihr sonst sehen wollt auf dem Kanal. Damit ich weiß, worauf ihr Lust habt. Und dann schlängeln wir uns jetzt hier aus dem Großraum München raus Richtung Augsburg. Mammendorf liegt ja eigentlich genau auf der Hälfte zwischen München und Augsburg. Und dann kommt jetzt hier auch gleich die Schnellfahrstrecke. Nächster Halt.
Dann öffnen wir hier wieder die Türen. Wir sind hier schon ein bisschen mehr außerhalb von München. Burger King Werbung. Und dann schließen wir wieder die Türen. Und nee, okay. Ich wollte kurz was gucken. Hier haben wir noch kurz einen Klappsitz ausgefahren. Aber wir brechen wieder auf. Richtung München-Lochhausen. Kommt uns auch in der Baureihe 403 entgegen, in die C3 oder 2. Aber wir sind zu schnell, wir müssen eh gleich wieder abbremsen. Und wir öffnen wieder die Türen, um die Fahrgäste hier einsteigen zu lassen. Und dann schließen wir wieder die Türen. Und fahren wieder los. Richtung Gröbenzell. Kurz den Kollegen gegrüßt.
Oh. Bei den S-Bahn-Fahrten gibt es halt nicht immer so viel zu kommentieren. Da macht man ja eigentlich alle paar Minuten das Gleiche. Deswegen nicht wundern, wenn es mal ein bisschen stiller ist. Aber dann könnt ihr ja mehr die Fahrt genießen. Genau. Dann warten wir hier einmal, bis wir weiterfahren dürfen und schließen dann die Türen. Und fahren dann Richtung Olching weiter. Links von uns auch noch mal ein See, wie es mir aussieht. Dann bremsen wir wieder ganz entspannt ein. Hier rechts eine Baureihe 425. Aber da sieht man ja eigentlich, dass da kein großer Unterschied besteht zwischen den Triebzügen, also zwischen der Baureihe 425 und unserer Baureihe 423. So ist schon dunkel, deswegen fahren wir lieber so, auch wenn wir es die ganze Zeit rumprobieren. Können wir die Türen schließen? Hier sieht man auch das rote Licht dann blinken. Und dann fahren wir Richtung Esting weiter.
bin noch am Ende dann in Mammendorf unseren Zug wieder abrüsten. Weil er bleibt dann da erstmal ein bisschen stehen, bis er wieder zurückfährt. Hier ist jetzt auch schon Abendstimmung mit dem Sonnenuntergang da hinten. Genau. Nächster Halt ist dann Gernlinden in 1 Kilometer. Und hier rechts wieder unsere berühmten Solarfelder auf der Strecke. Da gibt es ja 2 oder 3 Stück. Knapp. Und dann öffnen wir hier wieder die Türen auf der linken Seite. Hier kommt wieder unser Kollege. Und wir steigen dann wieder ein, nach unserem kurzen Spaziergang, der nicht realitätsgetreu war, schließen die Türen und fahren dann wieder weiter Richtung Maisach in 3,2 Kilometern. Jetzt 'Hey, da war doch gar nichts. Oder? Hä? Oder war das Signal war doch grün. Egal, neuer Versuch. Ja, wir dürfen jetzt nur 45 fahren, da wir sonst eine Zwangsbremsung kriegen würden. Da wir jetzt im Wechselblinken der PZB sind, das heißt, wir müssen jetzt mit einem gelben oder roten Signal vor uns rechnen. Beziehungsweise dürfen nur so schnell fahren, weil wir nicht wissen, was da für ein Signal kommt. Das heißt, das Signal eben
dürfte eigentlich nicht rot gewesen, grün gewesen sein, sondern irgendwie gelb oder so. Oder gelb-grün. Aber ich habe in Erinnerung, dass es grün war, deswegen kann es eigentlich irgendwie nicht sein. Jetzt hat das Wechselblinken aufgehört. Dann beschleunigen wir jetzt mal wieder. Aber ich glaube, da vorne ist ein gelbes Signal. Wenn ich das richtig sehe. Oder ist es nicht auf unserer... Doch. Er ist gelb. Hä? Und jetzt passiert nichts, oder was? Eigentlich müsste jetzt das Wechselblinken wieder beginnen. Aber... Das macht irgendwie gar keinen Sinn in dem Spiel. Da das Signal jetzt gelb war, müssen wir jetzt mit einem roten Signal rechnen, aber das nächste ist wieder gelb. Das sehe ich schon, deswegen. Ah, jetzt. Jetzt hat das Wechselblinken angefangen. Hätte eigentlich schon beim ersten anfangen müssen. Das sieht man jetzt hier an dem gelben 1000 Hertz Magneten und der 85. Also wir dürfen nicht schneller als 85 km/h fahren, sonst kriegen wir eine Zwangsbremsung. Aber hier kommt jetzt eh der Bahnhof. Und dann wahrscheinlich ein rotes Signal. Deswegen müssen wir... Ja, das ist rot. Dann müssen wir einmal auf unter 25 km/h runterbremsen. Wenn da jetzt gleich der 500 Hertz Magnet kommt. Nämlich jetzt hier, wenn der funktioniert. Ja, genau. Jetzt blinkt hier das... der rote 500 Hertz Magnet oder die rote 500 Hertz Anzeige. Das heißt, wenn wir jetzt schneller als 25 km/h fahren würden, würden wir eine Zwangsbremsung kriegen, wegen dem roten Signal, damit wir gesichert vor dem roten Signal anhalten. Genau, aber wir müssen jetzt hier anhalten. Das ist praktisch dann die, Sicherheitseinrichtungen von dem Zug, damit da keine Unfälle passieren. Aber das Signal ist jetzt auch wieder auf grün umgesprungen. Und wir haben 8 Minuten Verspätung. Dürfen die Türen wieder schließen. Die Bremsen lösen. Ich glaube, der nächste halt könnte so langsam Mammendorf sein. Ne, Malching in Oberbayern. Also wir sind hier schon relativ außerhalb von München. Wir sind ja zwischen München und Augsburg. Und jetzt dürfen wir nur 25 km/h fahren, bis wir das grüne Signal passiert haben. Weil der Zug noch nicht weiß, dass das nächste Signal grün ist, sondern das kriegt er erst mitgeteilt, wenn wir praktisch vorbeigefahren sind, weil da wieder so ein Magnet wie hier unten links auf der rechten Seite dann ist, der das dann dem Zug mitteilt. Deswegen ist es so. Ja, jetzt ist es weg. Jetzt dürfen wir uns befreien und wieder auf unseren zugelassene Geschwindigkeit hier auf der Strecke beschleunigen. Ich glaube, wir können das Licht mal ein bisschen auslassen, dann ist ein bisschen gemütlicher.
dann öffnen wir die Türen wieder. Hier ist auch nur ein Gleis im Bahnhof. So wie es jetzt hier aussieht. Ja. Also nur ein eingleisiger Bahnhof. Wir schließen die Türen. Aber jetzt sollte Mammendorf kommen. Genau, Mammendorf in 3,3 Kilometern. Stellen das ganze Ding, die Zielanzeigen auf nicht einsteigen, damit ihr dann auch niemand mehr einsteigt. Und wir haben hier wieder ein gelbes Signal. Wir müssen jetzt hier wieder unter 85. Steht jetzt hier auch nicht einsteigen, weil unsere Zugfahrt endet nämlich jetzt hier. Und dann rüsten wir noch kurz den Zug ab. Und das rote Signal ist dann wahrscheinlich wieder am Ende vom Bahnhof, damit wir eben nicht weiterfahren, weil unsere Zugfahrt endet ja dort. Genau. Mammendorf ist eigentlich auch der größte Unterwegsbahnhof, würde ich mal behaupten. Wieder der 500 Hertz Magnet. Müssen wir dann wieder unter 25 runterbremsen. Und dann kommen wir hier zum Stehen. Dann lassen wir hier die Fahrgäste noch aussteigen. Und genau, das hier ist Mammendorf. Der nächste Zug kommt um... Nee. Kommt er nicht. Das passt zeitlich nicht. Und... hier noch eine Regionalbahn nach Ulm in Dinkelscherben. Ansonsten würde ich sagen, rüsten wir den Zug ab, schließen dazu erstmal die Türen, aber jetzt wird gleich das Spiel beendet sein, deswegen steigen wir dann nochmal ein. Nämlich jetzt. So. Wir lösen die Bremsen, schalten die PZB und die SIFA aus,
Machen das Fahrgastraumlicht aus, die Führerstandsbeleuchtung und die Lichter draußen. Machen die Scheibenheizung aus. Was können wir noch alles ausmachen? Die Leuchtmelder hier. Dann können wir den Stromabnehmer senken. Wieso da jetzt noch Leute drin sitzen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sollten die dann nicht drin sitzen. Aber wieder mal ein Bug vom Spiel. Wir machen den, lassen den Hauptschalter noch drin. Können aber jetzt die Batterie ausschalten. Und dann gehen hier auch die Anzeigen aus und machen jetzt den Hauptschalter raus. Und dann noch den Richtungswender. Den nehmen wir noch mit raus. Dann machen wir einmal das Rollo runter. Und dann sind wir hier auch schon fertig mit dem Abrüsten. Und steigen dann mal aus. Jetzt ist der Zug aus, als wäre er nie gefahren. Genau. Also, dass die Menschen da drin sitzen, das ist auf jeden Fall ein Bug wieder. Und da würde ich sagen, lassen wir den Kollegen jetzt noch den Zug aufrüsten. Aber der fährt ihn dann wieder zurück nach München. Aber unser Video endet jetzt hier. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Oder einen netten Kommentar schreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ich wünsche euch was. Genau.